Müller, Bayern und Apparat. Guten Tag, mein Name ist Felix Neumann. Kann ich bitte Herr Müller sprechen? Tut mir leid, Herr Müller ist gerade nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Nein, oder Doc, vielleicht ich. Es ist eher privat. Ich bin ein alter Freund von Herr Müller aus Spanien und... Ach, Sie sind es, Herr Neumann. Tut mir leid, ich habe Ihre Stimmen nicht gleich erkannt. Also, mein Chef ist gerade bei einem Kunden. Aber ich denke, so undrei ist er weiter da. Soll ich ihm etwas ausrichten? Ja, gerne. Sagen Sie ihm, dass ich für ein paar Tage nach Deutschland komme. Ich möchte ihn auch in Berlin besuchen. Am Wochenende, ich rufe aber dann drei nachmal, okay? Prima, aus dann, bis später, auf Wiederhören. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Neumann. Ich rufe Sie aus Spanien an. Ich suche ein Zimmer für einige Tage zum Oktoberfest. Können Sie mir helfen? Zum Oktoberfest? Da ist schwierig. Die Hotels sind alle ausgebucht. Wann genau brauchen Sie das Zimmer? Drei Nächte von 24. bis 27. September. Es kann auch gern ein Zimmer in einer Pension sein. Ja, Herr Neumann. Ein Moment, ich schaue mal. Ja, hier habe ich etwas. Pension Neuheimat in Heidhausen in der Sedanstraße 15. Ich habe Ihnen die Telefonnummer 448-7377. Bitte bestätigen Sie die Reservierung selbst. Warten Sie einen Moment, bitte. Ich schreibe mir gerade die Adresse und Telefonnummer auf. Als das war die Pension Neue Heimat, Sedanstraße Nummer. Nummer 15, Telefon 448-7377. Haben Sie? Ja, danke. Auf Wiederhören. Danke. Bitte.
Oh, hallo, Sie. Oh, mein Kopf, mein Kopf. Aufstehen, aufstehen. Ihre Papiere, bitte? Oh, ist mir schlecht. Wo bin ich? Was ist passiert? Oh, mein Kopf. Wo bin ich? In Munich. Genauer an der Isar. Sie haben wohl gestern an Maas zu viel getrunken wie? Meine Uhr. Meine Brieftasche. Mein Geld. Mann hat mich bestohlen. Ganz ruhig, junger Mann. Jetzt kommen Sie mal mit auf das Revier und dann fahren wir die Sasche. Nun, ich erinnere mich in das Zelt und das ich bestellte. Händchen und ein Bier, oder waren es zwei. Aber ich nicht alles danach erinnere. Wir werden sehen, was wir tun können. Tag, Frau Müller. Ich bin Felix Norman. Ist Helmut da? Moment, ich verabschiede Sie, Herr Neumann. Herr Müller. Hallo, Felix. Wie geht's? Wie schmeckt das Bier auf dem Oktoberfest? Wann kommst du? Mensch, Helmut. Mir ist was ganz Blödes passiert. Ich ging zum Oktoberfest und nächste, was ich weiß. Ich wache auf der Ismar mit zwei Polizisten vor mir und kein Geld, keine Brieftasche und keine Uhr. Hör mal, ich komme mit der nächsten Maschine nach München. Gib mir doch die Adresse von deiner Pension und du bleibst, wo du bist. In 3 Stunden bin ich da. Aber Helmut, das ist doch quasi das. Ja, mein Lieber. Ich bin hier. Wie kommst du denn so schnell hierher? Wie spät ist es? Habe ich festgeschlafen? Wenigstens habe ich jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Du hast nicht nur fest, sondern auch lange geschlafen. Wir haben heute Mittag telefoniert und jetzt ist es 6 Uhr. Wie geht es dir? Schon besser. Jetzt, wo du da bist. So, und jetzt an die Arbeit. Ich habe nämlich einen Plan. Wenn deine Geschichte stimmt, dann suchen irgendwelche Gangster ihre Opfer auf dem Oktoberfest, rauben sie aus und bringen sie dann an die Isar. Ich weiß bloß nicht, wie sie das machen, aber das finden wir schon nach heraus. Heute Abend gehe ich aufs Oktoberfest, als Tourist verkleidet. Du gibst mir deine Sachen. Dieses bunte Hemd ist gerade richtig und deine grüne Sommerhosen auch. Dazu ein paar Sandalen. Den Rest mache ich dann schon. Deine Aufgabe ist folgende. Du gehst immer hinter mir her und beobachtest alles, was um mich herum passiert. Klar? Klar.
Helmut. Who will stand in him? Ich will nach Berlin. Kein Gepäck? Nee, geklaut. Keine Kohle? Ah, nein, kein Geld. Don't come mit. Like the other, it's the skills. Bruno, wie spät ist das? Kurz vor sieben. Jeden Morgen um 1 Uhr mit die Polenta. Immer gut ist. Und in 7 geht zur Arbeit.
Danke. Kollege, kommst du mit dir in die Stadt? Nein, Bruno. Ich muss noch etwas erledigen. Na gut, treffen wir uns Mittag bei Anna? Bei Anna? Was meinst du damit? Na, Mensch, da steht Anna Kloster. Das wird es Mittagessen bei dir, Kollege. Wir können uns ja am Nachmittag wieder an der Isar treffen, Bruno. Nee, nee, Kollege. Bloß am Abend. Nicht Mittag. Wegen der 10.000 Menschen im Garten in der Sonne. Auch von da. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mensch, Helmut. Wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Genau wie bei mir. Nur hat mich kein Bruno vor der Polizei gewarnt. Und dieser Bruno ist für uns ganz wichtig. Fassen wir zusammen. Wir gehen beide auf das Oktoberfest in das gleiche Bierzelt. Wir trinken ein oder zwei Bier. Dann wird uns schlecht. Wir gehen auf die Toilette. Dann wachen wir beide an der Isar auf. Mit fürchterlichen Kopfschmerzen. Aber ohne Verletzung. Unser Geld ist verschwunden. Also, irgendjemand hat uns im Bierzelt beobachtet und dann betäubt. Aber wer? Und wie? Vielleicht die Bedienung? Nein, das glaube ich nicht. Die hat ja den ganzen Abend gearbeitet. Ich glaube, das sind mehrere Genoven. Wie sonst sind wir an die Isar gekommen? Ich bin schließlich nicht leicht. Ich meine, ich wäge immerhin fast 19 Kilo. Und was machen wir jetzt? Bruno! Wie bitte? Was heißt Bruno? Ich glaube, Bruno kann uns helfen. Schau mal, jeden Tag ist es das gleiche Spiel. Oktoberfest, Bierzelt, Toilette, Isar, Endstation Isar. Und Bruno wohnt praktisch an der Isar. Er schlaft jede Nacht dort. Heute Nacht schlafen wir auch dort, verstehst du? So, und jetzt möchte ich noch einen Kaffee. Und wir bekommen können Alfred ein Beil zu machen, wenn wir finden die Täter. Oh ja. In den letzten Tagen irgendetwas Merkwürdiges hier gesehen? Ich meine hier, sozusagen in deinem Schlafzimmer? An der Polizei bist du nie. Das reiche ich. Was willst du also? Wir waren beide am Zelt ausgeraubt und Faxe an der Isar. Sie kommen immer um 12. Wer? Weiß ich nicht. Wie viel? Mindestens zwei. Ein Auto kommt, dann höre ich Stimmen. Wo? Immer an der gleichen Stelle, wo du auch gelegen hast. Es gibt nur diesen einen Weg, wo man mit dem Auto fahren kann. Danke, Bruno. Thank you.
can we talk Alfred auf Kapaz? Na klar, du kannst doch Alfred, wenn dir eine gute Story reicht. So, los jetzt. Vorsicht, das Auto kommt zurück. Idiot, kannst du nicht aufpassen? Du bist in den Wald gefahren. Das war vorhin nicht da, manchmal Licht an. Die Polizei! Die kam ab. Es war nett mit euch. Tschüss! Guten Morgen, Freunde. Schau mal, hallo. Was ich euch mitgebracht habe. K.O. Tropfen, die haben uns auch so was ins Bier getan. Ja, und ihr war nicht der erste Opfer. Das ganz Fuchtunort, so die beiden Männer gestehen, nach waren Wachmänner aus dem Hofbrauts, die beiden gehört auch zu Bande. Sie haben die Gäste beobachtet und ihr Opfer ausgeschickt. Tourist mit Geld und ohne Begleitung. Am liebsten Ausländer. Die beiden hat die Tropfen ins Bier getan. Das Opfer muss dann auf die Toilette gehen und ist dort bis Ballstoß geworden. Dann haben die Leute das Opfer ganz offiziell aus dem Zelt getragen. Den haben sie die Opfer ausgetragen und hier gebracht. Ganz schön, Cleaver. Die darf ich doch mitnehmen, oder zu Hause glaubt mir sonst kein Mensch? Auch übrigens, Felix, die Polizei hat mit nach etwas mitgegessen. Gehört das dir? Meine Brieftasche? Das Geld ist weg, aber alle anderen Papiere sind nach da. Meine Kreditkarten, mein Ausweis, Mensch Alfred. Ja, gut gehabt, mein Lieber. Also, das nächste Mal treffen wir uns aber in Barcelona. Oder in Berlin. Order in München. I'll bet you never heard old Marcel Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot, his heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have learned to rope. Just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. I might have had a sidekick with a funny name, running wild through the hills, chasing Jesse James, ending up on the brink of danger, riding shotgun for the Texas Rangers. No West, young man,
Haven't you been told California's full of whiskey, women and ghosts sleeping out?